Grüße Klaal und herzlich willkommen hier zurück zu Alice17 Multiplayer Projekt Folge Nummer 109. Jo, glaub schon, dürfte stimmen. Ist ja nicht so, als wäre es halt jede Woche einfach eine fortlaufende Zahl und ich kann es mir wirklich merken. Lässig. So, Hermanns Eck sind wir noch immer. Ist so. Natürlich wäre es kein Multiplayer Projekt ohne meine Jungs, ohne mein Team, von daher sagt einfach mal Hallo. 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 Perfekt. So. Okay, ich glaube, wenn man genau hinschaut, kann man es ja ahnen, was wir machen. Richtig. Bisschen mit dem Häcksler rumgurken. Nein, nicht per Spaß, sondern um hier wirklich Mais abzuarbeiten, abzuhäckseln und Richtung Silo zu fahren. Ja, Stefan sitzt am Häcksler. Ist hier vor mir unterwegs. Hinter mir ist der Marc in einem Abfahrer gespannt. Man auch Abfahrer und. Der Nick ist auf dem Silo und zusätzlich sind noch der Matze und der Sören als Abfahrer unterwegs. Hier alle eigentlich in der Kolonne. Boah, jetzt sehe ich's. Schön. Ja, Man sieht gerade bei mir, dass es ein bisschen wackelig ist. Das hey, hier liegt noch Gras rum, okay. Der Gras schon nachgewachsen und liegen noch immer die Grasschwaden rum. Die Uhr hat anscheinend vergessen aufzuladen. Oh ja. Aber das komplette Feld. Das ist ja genau das Feld, was wir in der letzten Aufnahme gemäht haben. Ja, alle anderen sind ja abgeerntet, deswegen wundert es mich so ein bisschen. Interesting. Okay. Naja, passiert am besten, sagen wir es mal so. So. Ich hoffe, dass es geht mit dem bisschen Ruckeln hier und das. Wir mussten nämlich ein bisschen was Interessantes feststellen. Wahrscheinlich sind wir dann wieder so. Ja, wenn das jemand von euch guckt, dann ist es so, ach nee, sozusagen. Aber es ist mir halt selber noch nie passiert und deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen stutzig. Nämlich, ich musste nochmal neu joinen hier am Server und bin so quasi jetzt hier als letzter reingekommen in die Partie. Und jetzt habe ich hier ein paar Minuten. Momentan geht's ja, momentan läuft's ja, aber vorhin hatte ich ein bisschen Probleme. Mit dem Ping. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Uns ist schon öfters aufgefallen, dass irgendwie immer, wie soll ich sagen, einer am Server ein bisschen Probleme hat. Und das dürfte halt immer der sein, der als letztes jointe. Ich hatte da eine interessante Theorie. Ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass der letzte, der MLS joint. Die beste Leitung auf dem Server braucht, weil er zu allen anderen quasi mitconnecten muss. Das kann falsch sein, ich meine es aber irgendwo mal gehört zu haben. Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das wäre wieder genauso ein. Ich meine, jetzt hier noch irgendwie rumzuheulen, LS17 Multiplayer, hat alles keinen Sinn, ist ganz klar. Aber das wäre wieder was, wo man sagt, im LS19, welche Verbesserungen gibt es da? Oder wird es überhaupt Verbesserungen geben? Bleibt es so, wie es ist? Das ist jetzt eigentlich die Masterfrage, die wir uns hier stellen. Ich eskaliere im Hintergrund. Ich weiß, Silo. Ich weiß genau, was passiert ist. Ich kann es mir denken. Wie viel km/h fährst du überhaupt, Schiffe? 4. 4? Ja, läuft mit dir. Also man muss dazu sagen, auf der Hermanns Eck ist anscheinend noch ein Bug drin. Also es wurden ja anscheinend schon viele behoben, aber wenn man auf dem Silo an der BGA zu weit nach hinten fährt, bleibt man einfach hängen und kommt nie wieder da weg. Ja, falls das ein Modder sehen sollte, bitte behebt das. Das ist ein bisschen nervig, wenn man ehrlich ist. Muss ich das Silo-Gesicht wieder die Bestände zurücksetzen, so ein Scheiß. Ach ja, Freunde, wie gesagt, das mit dem Ping ist ein bisschen irgendwie komisch. Ich meine, es ist bei mir so, ich sitze gerade mit der Fresse davor, aber ich habe jetzt gerade 31, 32 Millisekunden. Das ist natürlich ein Top-Wert, da kann man überhaupt nicht jammern. Es scheint, es hat sich jetzt hier gefangen, aber vorhin war es halt einfach absoluter Abfuck. Aber es ist halt interessant, ob das wirklich so ist mit der Theorie, die Nick hat, beziehungsweise das, was er mal vom Hören und Sagen aufgeschnappt hat. Wenn da jemand mehr weiß von euch, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich weiß, wie gesagt, jetzt hier am Schluss von LS17 nochmal zu jammern, bringt eh nichts, schon klar, aber das wäre was, wo man sagt. Bevor ihr Richtung Kommentare runterscrollt, abonnieren, Glocke an und
natürlich einen Daumen nicht vergessen. Meine Anzeigestimme. Wieder zum Schluss raufhaut. Genau. Weggenommen. Dann macht man das jetzt einfach wirklich mal am Anfang. Danke, Sören, nochmal für diese Notification. Ja, gerne doch, immer doch. Ah, immer doch. Ich bin ein bisschen schwul geworden. Das hatte eher etwas von einer höflichen Art. Das andere genau. Wäre ja, Alter, das mache ich doch gern für dich, mein Schnuggelstar. Wäre well. Nix so, komm, mein Perplex. Ja, kann der sowas? Es gibt nur zwischen nicht schwul und höflich. Ich dachte, die Leute, wir denken, die Leute sind höflich und dabei wollen sie eigentlich an dein. Du willst an mein was? Boah, das Ding ist übel schwer hier. Pimmel! Ich komm nicht hier hoch! Ja, wenn Marc hier hinten im Arsch sitzt, geht's auch nicht. Ja, ich häng trotzdem! Komm, schieb, Junge, schieb. Boah, hey, wir, Freunde, wir haben Moralistik drin, das darf man hier gar nicht unterschätzen, das ist nicht mal so ohne. Aber der Anhänger ist auch wirklich schwer, ich hab meinen. Der ist wirklich schwer, ich glaube, der hat ein sehr hohes Eigengewicht auch schon. Aber ich hab jetzt schon umgetauscht, ich hab mir jetzt einen anderen geholt. Oh, du Rebell. Nur noch durch die Kurven durch. Ja, du hast auch ein bisschen weniger PS, was natürlich jetzt auch noch ein Nachteil ist. Das war nicht so problematisch. Das Geile ist ja eigentlich bei diesem Skript, dass ja hier auch die Rollgeschwindigkeit mit einberechnet wird. Ist jetzt selber, ich muss immer wieder nur bremsen und nicht Gas geben. Weil wenn ich jetzt hier so schräg fahre, geht's ja. Aber da, so wie jetzt hier bergab, da fängt das selber an, durchs Rollen zu beschleunigen, was einfach absolut der Realität entspricht. Was übrigens ohne diesen Skript nicht so wäre. Für alle, die es genau nehmen wollen. Jetzt selber, ich gebe jetzt keinen Gas, das... So, ah, sorry, Stefan, ich wollte zu kurz in der Kamera demonstrieren und hab's verkackt. Ja, moin. Ich bin auch gleich voll scheiße, Mann, an der schlimmsten Stelle überhaupt. Ja, mir fährst du in neuen Kamera, dann, wenn du kein Gas gibst, gar. Was? Neuen Kamera fährst du, ohne Gas geben. Ja, durchs Rollen werde ich halt immer schneller. Kann ich nicht sagen, ich fahr konstant. Boah, ey, das ist hier richtig mies. Da habe ich auch in Real immer so Angst, dass mich der Hänger schiebt und ich einknicke mit dem Schlepper. Das ist einer meiner schlimmsten Albträume beim echten Schlepperfahren. Weißt du, was das Schönste beim beim Abkippen ist, wenn du Kipperfahrer bist? Wenn du beim Abkippen merkst, dass dein Auflieger sich nach links und rechts bewegt und du Angst haben musst, dass der gleich kippt. Das ist immer so das schönste Gefühl. Ja. Aber hat jemand von euch noch solche Ängste eigentlich, oder ist jemandem schon mal was von euch in Real passiert beim Schlepperfahren, wo ihr euch denkt, scheiße, hoffentlich passiert mir das nie wieder? Weil ich habe da eben schon mal fast derbe verkackt, dass mich ein Hänger geschoben hat. Das ist richtig, richtig grausam, weil du, ja, da weißt du mal, wo es hingeht, sagen wir mal so. Katze, bist du eingeschlafen? So. Ich glaube, Matze ist raus. Matze ist raus? Ja, der hängt ja mit Vollgas an der Wand. Ruf den Notarzt! Schlaganfall! Ey, ich komm hier nicht raus, Alter. Ja, komm halt, fallen wir uns nach, Dummi. Immer da gleich am Feldende. Ja. Kann ich auch nirgendwo ordentlich wenden, ohne in die Frucht zu fahren. Ja, dann fahre ich hier hinten mal nach. Blablabla. Aber wirklich, jetzt mal ernst gefragt. Schreibt es mal in den Kommentar. Habt ihr da irgendwie solche Erlebnisse schon gehabt, wo ihr euch denkt, bitte passiert mir das nie wieder? Oder eben aus solchen Fehlern gelernt und macht das jetzt irgendwie anders im Real jetzt eben, ja, weil wie gesagt, ich habe dann durch das Anschieben von Hängern den Mörderrespekt und das ist einfach so ein bisschen meine, wie soll ich sagen, meine größte Angst beim Schlepperfahren, dass mich der Hänger schiebt und ich dann halt derbe knicke und ich habe dort den Traktor nicht geworfen, ich konnte das noch abfangen und habe das noch quasi gerettet, aber das war, da hatte ich danach einen Puls, so dann habe ich da am Unterkiefer gespürt, das war halt irgendwie ein bisschen uncool. Jemand vom Team schon solche Erlebnisse gehabt, wo er dachte, scheiße? Ich finde das ja süß, dass du das mit dem Trecker hattest. Weil? Rekord 42 Tonnen, 90 km/h, in der Linkskurve hat mich das über die Vorderachse geschoben. Ist ein richtig geiles Gefühl. Ja, da fängst du auch mal, da sitzt du einfach ein paar Zentimeter höher im Sitz, ne? Das nicht, du sitzt da und denkst dir, ja, danach wen soll ich jetzt anrufen und mein Stoßgebet sprechen? Ja, wenn du jemanden auf Kurs mal hast, ja.
Bald neben mich, Marc. Du hast so viel Platz jetzt. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir einmal durch. Geil. Ah, ist, solche Dinge sind einfach nicht schön. Aber es kann so schnell immer was passieren, gerade wenn man eben mit welchen großen Fuhren unterwegs ist. Ich hatte da nicht mal viel dran, muss ich ehrlich sagen. Das war keine heftige Ladung. So übrigens mit dem Holzanhänger war das. Das ist nicht so krass. Obwohl er ja gebremst ist, ja, aber das habe ich halt einfach übersehen in dem Moment. Das ist das Problem. Wenn du es einmal übersiehst, hast du halt einfach Pech gehabt. Marc sagt Bescheid, wenn du bei 80% oder 85% bist. Boah, ey, was ist jetzt hier gerade los? Eskalation! Das Schlimme ist, der Ping geht nicht mal hoch. Bei mir leckt es halt einfach so derbe. Ja, ich brauche zwischendurch mal ein leichtes Bockeln. Was ist das, Mann? Ja, weil immer diese Leute mit ihren x 100 Euro teuren PCs, ne? Genau. Ein PC für eine gefühlt Million Euro, aber Internet von Aldi bestellt, ja, läuft bei dir. Das ist gerade, das hatte ich auch noch nie. Der Ping wird nicht mal rot und man kann sie im Bild sehen. Das ist seltsam. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, muss ich eigentlich hin oder zu BGA fahren oder muss ich überhaupt hin? Zu BGA? Okay. Einfach die Straße folgen. Jojo, mach ich, wenn ich hier nicht den Seitenkrampf habe. Gut, dass wir die Abschleppstange drin haben. Seltsam, seltsam. Es gibt nichts, was nicht gibt. Verdammte Scheiße. Also wenn du voll bist mit dem Ladewagen, darfst du dann auch zu uns dann dazu stoßen. Weil ich am besten? Du bist ja, bei 70 jetzt. Ja, unser Inspektor-Mod oben rät uns ja ziemlich viel. Alles, aber, na doch, eigentlich alles. Ja, aber von diesen Schauermärchen am Schlepper switchen wir einfach mal das Thema auf ein bisschen was Schöneres. Nämlich, man muss nochmal hier anschneiden, weil jetzt wird es echt hier schon ernst. FarmCon 2018. Ich freue mich wie ein frisches Wiener Schnitzel am Teller. Bitte mittig auf den Haufen kippen. Ja, ich wollte hier noch eine Schleife ziehen. Okay. Ich habe es eh im letzten Vlog schon erwähnt. Schade, dass vom Team hier nicht alle dabei sein können. Gerade jetzt auch jetzt in dieser Konstellation, wenn wir heute sind, sind schon die Hälfte nicht dabei. Was? Hä? Von 6 Leuten die Hälfte nicht dabei. Ob du nicht rechnen kannst? Ja, ich habe es gerade gemerkt, dass was ich bubble, ist schon wieder Dünnschiss. Ein Drittel. Ne, 2 Drittel sind nicht dabei. 2 Drittel. So. Ja, kannst du nicht drittel oder was? So rennen, bitte, so rennen. Ja. Einfach einen Haufen kippen, bitte. Einfach einen Haufen kippen. Weil ich bin bald voll hat, ne? Wir haben es, wir sehen es. Wie damit? Ich kann schon nichts zu sagen, also. Die passt schon. Abladen, sag ich dir auch hier. Ja, auch die Drehzahl schön hoch geht, das ist schön. Also das muss man Moria echt lassen, dass also solche Sachen die Drehzahl hochgehen, auch wenn du dann am Treffen bist oder sonst irgendwie was, sobald du irgendwas anschmeißt, geht die Drehzahl hoch. Ja, das macht schon Sinn. Das sind halt alles eigentlich so Details. Ich meine, wir sind so ein Haufen, wir achten da drauf. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ist halt wirklich so. Wäre es wirklich interessant mal, ob das in der großen Masse auch so vertreten ist, sozusagen, diese Detailachtsamkeit, beziehungsweise wie wichtig ist euch da draußen? Hey, wir könnten hier permanent auf der Call to Action machen, ihr werdet mich irgendwann mal killen dafür. Aber nee, ernsthaft, ist euch sowas eigentlich auch wichtig? Dass kleine Details wie hier Drehzahl geht hoch beim Abkippen, ja, und Standbild des Todes. Was weiß ich, beim Einschalten des Mähwerks, hast du nicht gesehen, wo fahre ich überhaupt schon wieder hin in meiner Angst? So die kleinen Dinge halt, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sollte das Standard sein im Game? Oder nicht? Das Skript hinzugefügt werden oder nicht? Es gibt zu vieles momentan, was offen ist. Die Videos, gerade der von Sachsen Let's Player,
werden geklickt wie Scheiße, hätte ich schon fast gesagt. Nee, das ist echt krass, was die Klicks einfahren, die Videos, beziehungsweise was da alles an Fragen gestellt wird. Bei manchen denke ich mir, ja, interessant, ist eine gute Frage. Bei manchen anderen denke ich mir, hä? Dein Ernst? Aber ja, ist nun mal so. Das Einzige, was ich da ein bisschen lustig finde bei diesen Sachsen-Let's Player-Frage-Videos bezüglich LS19, musste man mitzählen, wie oft er sich verliest in einer Frage. Ja, aber das ist auch ein Ossi. Bam! Komm ich höre ihn jetzt hier nicht. Riecht sie nach Beef? Trabanten gelernt oder was? Also wenn der so liest, wie die Trabanten früher gefertigt wurden, dann ist das kein Wunder. Nein, also ich habe nichts gegen Leute, die aus dem Osten kommen. Merkt man fast gar nicht, aber ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Aber das, es ist, ich dachte mir so, hey Alter, du machst hier Videos, die auf von Leuten geklickt werden, die dich nicht abonniert haben. Welchen Eindruck haben die, wenn die ein Video von dir gucken und du so, ja, Quatsch, was laber ich? Aber er ist halt so. Ja, er ist halt so. Ich habe schon gemerkt, Lesen ist nicht seine Stärke. Vor allem, weil er dann am Bildschirm ganz was anderes steht, was er da abliest. Ja, nee, ist nur Spaß. Also sollte das ein Sachse-Fan sehen oder ein, vielleicht selbst, was ich stark bezweifle, nichts gegen dich. Überhaupt nicht. Musst du nur ein bisschen schmunzeln. Kannst du das ja auf der FarmCon erklären? Ja, er ist ja auf der FarmCon. Spreche ich an. Hey, Alter, kannst du nicht lesen oder was? Ich bin die Fresse. Da sind beim Buch It's da. Nee, der ist ungefähr so wie ich. Der setzt sich auf dich drauf und das ist Feierabend. da mal ein paar bekannte Gesichter erleben. Ah, meine Güte. Aber die werden wahrscheinlich eh irgendwelche Tätigkeiten einnehmen. Auch so repräsentative. Würde ich fast behaupten. Sag's nicht, wer irgendwas Wichtiges macht. Genauso wie, wenn's mir nicht ein. Was? Nein. Wie heißt denn der? Der aufgehört hat, der Ältere. Ja, Ruf, er gerät schon in Vergessenheit. Nein! Nein. Moin, moin, warte. Der. Ich weiß auch, wen du meinst. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Moin, moin, hallo. Oysterpropper. Ja, Oysterpropper, ja, danke schön. Ach, ich glaube nicht, dass der auf der FarmCon sein wird. Doch, hat er gesagt. Hat er? Ja. Also das war in seinem letzten Video noch das quasi das Versprechen, das er noch abgeliefert hat, dass er da noch aufkreuzt und um nochmal sozusagen gemeinsam hier was zu erleben. Aber ich glaube, ich meine, okay, abgesehen von Oysterpropper, boah, ey, ich habe gerade beim Mikrofon, boah, ey. Pff. Hab ich gehört. Ja, sorry, Jungs. Hast du dein Mikro mal durch den Kopf gehen lassen? So? Ich meine, abgesehen von Oysterpropper kann ich mir vorstellen, dass der Rest halt irgendwie was einnimmt, eben eine... Keine Ahnung, einen Vortrag macht. Ja, Burning Gamers weiß ich, dass er einen Vortrag hält mit Nordrhein TV Play zusammen und wer war das noch? Guten, weiß ich auch nicht. Über YouTube Let's Plays früher und heute. Ja, da habe ich irgendwie auf der Timetable, was ich habt ihr die per Mail bekommen übrigens? Keine Ahnung, ich glaube, die habe ich gelöscht. Ich habe das, was du in eine Gruppe geschickt hast. Mein Gott. Ich habe schon eine Mail bekommen mit dem Inhalt der FarmCon. Dann kriegen sie schon eine Mail und dann löschen sie sie einfach. Ja, ich habe außerdem auch mein Ticket gelöscht. Das müsstest du mir entweder nochmal schicken oder mitbringen. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Entweder aus. Ich habe euch ja gefragt, wollt ihr eine gedruckte Version? Oder eben eine digitale? Gedruckte. Weiß nicht, dann nimm mal noch ein Handy mit und fertig. Also, das habe ich bei der letzten auch so gemacht. Und wenn du nicht gerade so ein billig China-Handy hast, dann schafft das das auch richtig mit Schwarz darzustellen. Ja, aber das ist ja kein Problem. Wäre ja kein Problem, wenn du solche Idioten wie mich nicht dabei hättest, die Mail einfach löschen. Es ist ja kein Thema, wenn du das gelöscht hast. Wie gesagt, ich habe alles das aufgehoben und so. Und ich werde es mir zur Sicherheit einfach ausdrucken, sagen wir es mal so. Und digital habe ich das dann sowieso in der Hosentasche eingesteckt. Verstehst du, was ich meine? No homo. Ja, aber ich weiß nicht. Fingerabdruck immer in der Hose dabei. Ne, ich weiß nicht, aber irgendwie, ich finde das immer. Es ist ja kein Festival, aber ich bin auch so ein Mark. Fan, wenn ich bei einem Festival eben so ein getticktes gedrucktes. Was? Für Kotz. Einen Haufen machen, bitte. Gedrucktes Ticket in der Hand habe. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Und da dann eben
was so zum. Wie im Kino halt, ja? Da hast du ein Ticket in der Hand und das wird abgerissen. Fertig. Hm, ich weiß. Ist irgendwie ein eigenes Feeling, keine Ahnung, das gibt mir irgendwas. Es geilt mich nicht auf, aber es ist ein eigenes Feeling. Also ich war jetzt letztens auf der Connect gekommen und ich bin da 3 Tage gewesen und da war ich froh, dass ich das auf dem Handy hatte, dass ich den scheiß Zettel wenigstens nicht vergessen konnte. Ja, eh, ganz klar. Es ist digital natürlich der Vorteil, weil wie gesagt, im Smartphone kann ja jeder drauf zugreifen. Ja, es ist aber immer die Sache, hast du ein Smartphone, was echt so weiß und schwarz darstellt, weil wenn du jetzt wirklich so einen China-Klopper nimmst, die können zum Teil nicht richtig schwarz darstellen und schon funktionieren die Scanner nicht. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Marc, du kannst ruhig wieder zum Feld zurückfahren, aber bitte über die Straße. So, haben wir auch noch nicht. Ich will nur schwimmen, die. Ah, die Scheibe, jetzt geht's zu. Okay, was soll's. Da, 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 da. Jetzt geht's wieder witzigerweise, das ist. Matze war schuld. Matze hat uns alle hier beseucht. Danke, Matze. Dank, Hashtag danke, Matze. Wenn du es wieder siehst. Er fällt einfach raus. Aufnahme startet, Matze geht K.O. Ist meine Aufnahme so heftig, oder wie? Das ist ein sicker Witz. Ihr dürft jetzt lachen. Jetzt mal so ein bisschen die Sippe waschen, ne? Richtig. Hä? Stefan, jetzt dachte ich, du setzt neu an, aber okay. Jetzt warte! Ich hoffe, das ist für dich auch in Ordnung. Nee, also jetzt, wo du so fragst, Sören. Dann fahr ich auf die andere Seite. Ah, ein Matze! Aber jetzt fang nicht an zu joinen. Nein, ich warte noch. Okay, ja, wir sind gleich durch. Ich dachte schon so, hä, ist das so krass hier, dass du gleich da beim Start des Videos rausfliegst? Ich habe auf einmal komplett schwarzes Bild gehabt und dann stand der Trecker irgendwo weiter weg. Ja, läuft mit dir auf alle Fälle. Ja, in der Mauer. Du hast die ganze Zeit gedrückt und ich dachte, du hast dich festgefahren, aber du hast nicht reagiert. Da, 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 da. Concentration. Ja komm, zieh, Junge. Was ist los mit dem Case? Alles drin. Allrad, Speeren. Vorne, hinten. Zick, 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 zick. Da, 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 da. So. Wir haben ja nur eine Düngestufe, ne? Also viel kommt trotzdem nicht runter. Naja, ist jetzt nicht mega schlecht, aber auch nicht mega viel. Was ist, Marc? Hast du ein Verfahren? Oh, da dreht er einfach. Geiler Scheiß. Es wird immer ein bisschen eine längere Folge. Oder auch nicht. So, und für alle, die sich fragen, wann das ist die letzte Folge vor der FarmCon. Stimmt, das ist die letzte Folge vor der FarmCon, ja. Also nehmt ihr also für Zeit. Euch auf. Und ich glaube auch die nächste Folge, die dann nach der FarmCon erscheinen wird, da werden wir auch noch nicht über die FarmCon reden, weil... Ich bin voll übrigens, Stefan. Es ist ja, ist ein organisatorisches Desaster. Weil wir halt alle am Donnerstag wieder abreisen. Und Sonntag meinst du? Am Sonntag, genau. Donnerstag wäre komisch, aber okay. Und deswegen ist das dann organisatorisch ein bisschen schwierig. So ist es. Genau. Aber... falls auch ihr schon noch Fragen habt, die wir vielleicht, wenn wir einen Entwickler kriegen oder man da Fragen stellen darf, stellen sollten, dann sagt doch einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare und wir werden sehen. Hashtag FarmCon. Genau, Hashtag FarmCon, wenn ihr euch da irgendwas noch einfällt. Wie gesagt, ich kann für nichts garantieren und versprechen, ich bin da als ganz normaler Besucher eingetragen, weil ja, wie gesagt, Grüße gehen raus und Giants, danke fürs Nicht-Antworten. Ja. Wie gesagt, aber wer weiß, vielleicht laufen die auch so locker rum und man kann ein bisschen so bei einer Flasche Bier ein bisschen quatschen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird sich alles ergeben. Aber wenn da jemand was wissen möchte und mir das unter diesem Video schreibt, werde ich das auf alle Fälle berücksichtigen. Ich bin wieder da. Noch da. Wunderbar. Gut. In diesem Sinne, lass uns auch für die Folge gut sein. Alter, ist wirklich eine längere Ausgabe. Naja. Längste Moderation der Welt. Weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ist ja wurscht. Nochmal abonnieren, Glocke richtig einstellen, ab in die und Kommentare, liken. Hashtag FarmCon, falls Fragen da sind, die Domi vielleicht stellen darf oder auch nicht.
Ist ja dann wurscht, aber wenn, dann sollte man die Chance nutzen, ja. Und wenn Domi irgendjemand aus dem Team, der da also in den Arsch treten soll, Hashtag Arschtritt. Mit ja, Namen. Hashtag Arschtritt. Ich nehme ja, meine Kamera auf alle Fälle mit. Du bist ein Wichser, Alter, weißt du, nicht dabei, ne? Aber sowas hier machen. Assi, Alter. Kleine, da, dreckiger Pisser. Ja, Vorbildfunktion ist da. Wie gesagt, letzten 20 Sekunden haben wir mal wieder derbe verkackt. Ich bleibe jetzt aber auch dafür stehen. Im Sinne oberhalb der Facecam. Abonnieren, rechts im Bild geht's zur letzten Folge. Haut rein, Freunde. Durchklicken, anschauen ist wichtig. Wiedergabe sei und so. Ja, weil sonst werde ich nie wieder im YouTube-Partnerprogramm aufgenommen. Bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ciao und bye bye.